Freunde der gepflegten Europa Universalis Unterhaltung. Hi, willkommen zurück. Wir spielen weiter mit Bayern. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Nicht vergessen, liken, abonnieren, dividieren und subtrahieren nicht vergessen. Klang jetzt irgendwie alles sehr gefaked. Ich schiebe übrigens gerade nebenbei lauter Kinderriegel rein. Muss auch mal sein. So, hab seit einer Woche nicht mehr gespielt. Übrigens, Leute, die schreiben, machen wir mehr Videos oder so, werden hier kommentarlos geblockt. Ich hasse es, wenn Leute mir auf die Eier gehen. Und solche Leute gehören dazu. Wir sind im Krieg gegen Venedig nach wie vor. Den Krieg bringen wir mal schnell zu Ende, denke ich mal. Da lebt ihr nichts mehr. Nachfolgeprojekt wird üb alter, Digga, was? 40 Flottentradition, cool, ich habe keine Flotte. Aber danke für nichts. Aber was für ein fetter Boost, Alter. Erstmal kurz gucken hier. Ne, nicht Pep, sicher Segen. Der wird ihn bestimmt zurücknehmen. Moral plus 20%, Digga, was? Krasser Shit, Mann. Jedenfalls, Nachfolgeprojekt steht schon fest. Wird es Stellaris sein? Mit der Star Wars Mod. Habe ich schon festgelegt. Und danach werden wir Victoria 3 spielen. Mit den USA. Und danach gibt es wahrscheinlich nebenbei eine Tutorial-Kampagne für Heu4 und wieder EU4. Ich spiele so immer in der Reihenfolge. Und ansonsten gucken wir mal, was so kommt. Crusader Kings 3 kann auch noch irgendwie zwischendrin reinrutschen. Genau, das Ganze auch im Format wie hier. Ne? Quasi kurze Videos mit viel Inhalt. Und nebenbei Einflussideen, letztes fertig. Mein Gut, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber egal, wir haben es mal gemacht. Alle wählen für mich. Ach, stimmt. Ach, wir wählen ja gar nicht mehr. Ha! Geil. Wählt auch low, ne, Alter? Stellt euch vor. Ihr schaltet alles frei so bis dahin und dann kommt irgendjemand anderes als Kaiser und snackt sich das Erbkaisertum und dann... ja, ist halt scheiße, ne? Das wäre schon richtig lol, ey. Kirchenstaat will Frieden. Tritt Roman Spanien ab. Hä? Nein. Nein? Ich will doch nicht, dass ihr aufhört zu existieren, Alter. Was ist denn mit denen los? Kann ich die vasalisieren? Nee. Also... Ah. Na gut. Wir schließen mal White Peace mit dem Vatikan. Die mögen mich auch noch. Freundlichen Geister. Und weitere 3 Innovationsfähigkeit. Sind jetzt bei 93,2. Digga, das ist so krass, Mann. Wir haben noch nicht mal 1700, wir haben schon 93,2 Inno. Das sind halt schon krasse Boni, muss man schon sagen. Oh. Die spanische Flotte ist eingetroffen. Die hat mal eben die venezianische kalt gemacht. Digga, was ist mit Spanien los, Alter? Die rekrutieren gerade ein paar Truppen. Und die bedingungslose Kapitulation von Venedig. Okay, schauen wir mal. Würde die gerne vasalisieren eigentlich? Geht das? Nee, geht nicht. Schade. Ist zu hoch vom Kriegsstand. Ich soll mal Genua entlassen. Ich weiß nicht. Ich hatte gerade voll Bock drauf irgendwie. So, Venedig. Da Spanien das nicht wünscht. Digga, das ist eh eine Dreistigkeit, dass die sich das überhaupt rausnehmen. Weißt du? Meine Gebiete hier anzufordern überhaupt, Alter. Naja. Spanien, ey. Unerfreuliche Zeitgenossen. Ja, Bündnis mit Pommern klingt gut, weil Pommern ist relativ stark eigentlich. Die haben 40.000 Mann im Feld und 40.000 in der Reserve. Und Ulm hat mich beleidigt, Digga. Was soll denn das, Alter? Ich dachte, wir waren Freunde. Ihr könnt nichts gegen mich machen, by the way. Wollte ich nur mal nebenbei so erwähnt haben. So, und das... Ja, aktuell gibt es keinen, der dafür ist, die Privilegien aufzulösen. Aber ich denke mal, das wird sich... Ja, es sind schon 7 dafür. Das Hauptproblem ist, die sind alle dagegen, weil ich leider ein bisschen zu viel Überdehnung habe. Das zieht das Ganze um 4,6 ab und deswegen ist das nicht so toll. Aber das ändert sich nach und nach. Aber das Ding ist, finanziell sind wir jetzt nicht so das krasse Superhaus aktuell. Wir machen zwar plus 100, aber es ist nicht so, als ob ich sagen würde, ja, ich weiß nicht, wohin mit der Kohle. 14 sind dafür, 22 dagegen. Und jetzt wird es dann gleich soweit sein. 16 zu 20, 17 zu 19, 18 zu 18. Und damit können wir es bereits durchsetzen. Renovatio Imperii Romanorum im Jahr des Jahres 1681 versammelte seit Durchlauf Augustus Clemens August I., der von Gott gekrönte Imperator Romanorum, erneut die Landstände des Heiligen Römischen Reiches um sich. Das Parlament stimmte einen Antrag zur Zentralisierung der Außenpolitik und Kriegsführung durch direkte Vasalisierung unter dem Kaiser zu. Ja, genau. Sozusagen. Vereint die Wittelsbacher,
gibt uns dauerhaft Anspruch, Prestige, Legitimität. Beeinflusst Köln. Kölner Sekunde irgendwas. Sekundogenitur. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also wir setzen die quasi unter unserer Macht. Okay, das klingt erstmal ganz gut. Zähmt Brandenburg machen wir auch noch direkt. Warte mal, stopp. War das jetzt permanent? Ach, verdammt. Ich blöder Holzkopf, Alter. Ah. Nein, läuft ab. Okay, läuft ab. In 20 Jahren läuft es ab. Lombardisch ist übrigens relativ groß als Kultur. Das tun wir mal mit Korn. Und können uns dann jetzt hier wieder irgendwas snaggen. Wir haben ein paar Vasallen übrigens. Nicht viele, nur ein paar. Alle durch Spezialregel zählen die nicht dazu, oder was? Das ist interessant. Litauen geht weg, Alter. Was ist jetzt mit Österreich? Digga, die haben sich aus dem Reich verpisst, oder was? Moment. Moment, wo ist denn das Reich? Digga, diese Ratten! Diese Ratten! Ich schwör! Was für eine Low-Aktion, Alter. Wir hatten jetzt hier Freiheitsstreben. Preußen, was ist denn mit euch, Alter? Chill mal eure Nuggets hier. Meine preußischen Freunde kurz hier Beziehung verbessern. Eine Staatsehe mit reinschallern. Dann sind sie meistens alle relativ happy. Mit so einer jetzt nehmen sie nicht mehr an, oder was? Hä? Ach, weil die illoyal sind. Opfer. So, wir können doch die Osmanen zu unseren Rivalen machen, was ich sehr schade finde an sich. Digga, wir würden die so kalt machen, Alter. Also wir werden sie auch kalt machen, weil ich habe da voll Bock drauf. Aber aktuell noch leider noch ein bisschen aggressive Expansion, deswegen halte ich jetzt nochmal kurz meine Nuggets still. Ah, Preußen möchte. Endlich. Also ich kann mir den kostenlosen Staatssehen machen. Ach, so stimmt. Ja, Preußen liebt mich und Preußen ist strong. Und das ist, naja gut, die Medienrebellion. Apropos Rebellion, wir haben übrigens minus 8 Unruhe bei uns im Reich, das ist auch cool. Einnahmen Vasallen plus 25% Institutionsverbreitung. Ich habe irgendwie schon Bock drauf. Vielleicht tun wir ein paar Sachen mal switchen. Kriegsmüdigkeiten, Reputation tue ich mal raus. Steuereinnahmen und Autonomie nehmen wir raus. Dafür nehmen wir hier jetzt Vasallen und Vasallenbonus mit rein erstmal, solange ich sie habe. Hier nehmen wir Einnahmen Vasallen und Institutionsverbreitung mit rein. Verlieren jetzt zwar ein bisschen diplomatische Macht, aber... Da. Geil! Einfach 340 plus, das ist super, weil wir können nämlich jetzt dann die Kerle mal kurz alle maxen. Und immer noch 270 plus. Bündnisangebot aus Russland nehme ich wieder an. Wie gesagt, ich habe trotz allem relativ gute Hoffnung von den Russen. Darf ich das überhaupt so sagen? Ich meine jetzt hier natürlich im Spiel, ne? Im Spiel habe ich gute Hoffnung von den Russen. Bitte aufpassen, was ich sage. Wird es mir gleich wieder anders in den Mund gelegt. Gibt es wieder Ärger. Können so billig unsere Technologien in der Zwischenzeit erforschen. Wir sind so krass voran. Wir sind immer direkt in der modernsten Variante. Was mir eigentlich schon gefällt. So. Oh Gott, der Nachfolger ist ja scheiße. Gott. Hoffentlich herrscht der niemals. Ja, durch den Verlust von Österreich, glaube ich, und diesen ganzen anderen, die sich daraus vergammelt haben, ist unser Reich doch ein bisschen geschwächt worden. Wir sehen diese ganzen kleinen Staaten. Kann ich denen jetzt eigentlich den Krieg erklären unter Erweiterung des Reiches tatsächlich? Machen wir doch mal, oder? Erweitern wir doch mal das Reich. Oder wir lassen es erweitern in dem Fall. Ich mache jetzt nichts selber. Die sollten es mal alles schön selber machen. Weil dann können wir nämlich, rein theoretisch, die auch noch später alle... Werden die dann auch vasalisiert? Das ist jetzt hier die Frage. Die ist eigentlich relativ interessant, die Frage kommt mir gerade. Großprojekt, Verbesserungskosten für 10 Jahre minus 25%. Ich weiß ja nicht. Könnte man natürlich mal machen. Aber krieg ich die Boni eigentlich? Also das sowieso. Ja klar, gut, das sowieso. Naja. Aber jetzt zum Beispiel von Brandenburger Tor. Würde ich die Boni bekommen? Wahrscheinlich, oder? Wir bauen das mal. Und der Ulmer Münster. Jetzt, wir können ja mal gucken. Prestige haben wir 0,25. Müsste hier aufgeführt sein. Normalerweise. Aber
sehe ich jetzt hier nicht direkt, ne? Prestige im Jahr 0,25. Ich habe Schloss Ambras, aber Schloss Ambras ist das definitiv nicht. Naja, wir werden es. Papstanfluss, gucken wir mal, ob wir das bekommen. Nö, auch nicht. Aber da, ich dachte, dass ich das halt bekomme, weil ich ja quasi Boss Meng bin. Ne? Aber gut, Alter, es ging aber auch genau auf vom Geld, ey. Kann ich die jetzt auch ins Reich zurückholen? Nee. Schade. Hatte ich jetzt vielleicht gedacht, vielleicht geht das, ja. Könnten die zum Vasallen machen. Würde nicht eingefallen, aber ich glaube, das würde die auch indirekt. Oder? Jetzt gucken wir mal. So, die laufen natürlich als Vasall. Aber können wir die dann ins Reich holen? Müssen wir nachher mal gucken. Und auch, was dann passiert quasi. So, Venedig ist das Problem. Wir kommen nicht gegen die venezianische Flotte an. So, die sollen mal ein paar Gebiete abgeben. Oh, ganz Dalmatien. Nee, ach, wir gucken mal kurz. Ich weiß es gerade selber nicht, was ich jetzt hier überhaupt treibe. Okay, das nehmen sie nicht mehr. Ach so, die nehmen es gar nicht an. Och, was für Gauchos. Machen wir es so. So. Hä, wo finde ich denn das jetzt? Hä? Ach, Erweiterung des Reichs, lol. Das ist doch... So, es ist nur die Frage. Die werden nicht mein Vasall. So, die holen wir ins Reich. Ja, ich meine, die müssen. Es ist nicht so, als ob sie groß eine Chance hatten, ne? Die irgendwie Nein sagen zu können. Ah, und Mainz ist aber rausgefallen jetzt aus der Liste hier. Mainz ist jetzt normaler Vasall unter HRR. Aber die halt nicht. Aber... Ich könnte sie quasi zwingen, sobald die Beziehungen immer besser sind. Habe übrigens ein bisschen Truppen rekrutiert. Weiß nicht, ob ihr das seht. Den einen oder anderen Extra-Soldaten aufgestellt. Habe jetzt mal eben 3000 Punkte ausgegeben. Das bringt uns von 238 drauf auf. Okay, so schlecht. Enttäuschend. Ihr könnt übrigens die letzte Reform durchboxen. Und damit würden wir zu einem einzigen Staat werden. Aber ich würde noch ein bisschen warten wollen. Einfach um unser Reich. Also wir haben das Reich eh fast wieder komplett hergestellt. Dicker Skandinavien hat sich einfach gegründet. Könnte die Schweiz noch hinzufügen? Und würde Österreich und Frankfurt mit reinziehen. Ja, aber ist Österreich so schwach scheinbar, ne? Aber ich würde sagen, wir nehmen ohne erstmal Frankfurt mit rein. Anhalt ist auch noch dabei. Okay, machen wir mal so. Und ich werde jetzt... Scheiß drauf. Ja, komplett eskalieren jetzt. Übrigens, danke für den Hinweis, dass man bei Diplomatie hier unten untertan entlassen kann. Das habe ich die ganze Zeit gesucht, nicht gefunden, aber ich lese Kommentare. An der Stelle danke. Aber ich kann nicht andere Nationen quasi ins Reich holen. Bisschen schade finde. So, wir könnten uns Frankfurt auch holen. Das würde uns aber nochmal zu viel AE bringen wegen Dingen. Deswegen machen wir jetzt die Erweiterung des Reiches. Wie wir das wollten. Es ist halt nur die Frage, ob ich die dann auch integrieren kann. 86 Reichsautorität. Durch diese zusätzlichen Gebiete, die wir mit reingeholt haben. Warum sind 5 dagegen? Was soll der Scheiß? Bauen wir den Nordostsee-Kanal ganz nebenbei. Ah, das Zahlhaus. Sehr teuer, gibt aber auch wieder viel extra Kohle. So, wir haben 100 Autorität. Einer stimmt dagegen. Wer ist diese eine? Preußen. Wundert mich nicht. Das Problem mit Preußen ist halt einfach, dass die zu mächtig sind. Weiß jetzt aber auch nicht, ob ein Geschenk was bringen würde noch. An der Stelle... Nee, die Meinung ist schon auf Maximum. Weiß jetzt halt nicht, ob das dann klappt mit Preußen, ob die dann auch Mitglied werden von mir oder nicht. Oder ob die dann ihre Unabhängigkeit erklären. Ich meine, die sind generell Vasall, also soll es ja eigentlich funktionieren. Werde nochmal ein paar Armeen ausheben, um den ganzen ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Ja, mit dem aus. Ich habe jetzt quasi gegen Vertrauen eingetauscht. Und jetzt haben wir alle. Alle stimmen dafür und keiner stimmt dagegen. Ja. Ja, moin. Oh, geil. So, jetzt gibt es viele Sachen. Kulturunion erlangt, Throne geerbt, Kriegsgründe ohne Ende natürlich. Jetzt ist die Frage, die Deutschen, also die, ich guck mal kurz, was sie für Ideen und Dinge haben. Also wir haben jetzt aktuell, weiß nicht, ich meine, wir haben
Akzeptable, ne? Ja, komm, wir nehmen das. Wir machen das. Wir sind jetzt das Holy Roman Empire. Heiliger Staat. Einen dauerhaften Anspruch auf Palästina. Blut und Eisen. Dauerhafte Ansprüche auf viele andere Gebiete. Invasion von Frankreich. Aber gerne doch. Huch, geht aber nicht. Okay, sichert die Niederlande. Haben wir schon gemacht. Industrialisiertes Rheinland ist ebenfalls gemacht worden. Erhält bis zum Ende des Spiels 15% produzierte Güter. Digga. Unreal, der Shit hier, Mann. Ansonsten gibt es hier nicht so viel. Aber cool. Konvertierungen können noch gemacht werden. Da haben wir natürlich viel zu viele Armeen. Da müssen wir jetzt ein bisschen dran arbeiten, kurz. Da werden wir alle Truppen auflösen, die ich nicht direkt ausgebildet habe. Ein Kaiser nicht nur im Namen, Errungenschaft freigeschaltet, gibt uns Erlass alle Reformen des Heiligen Römischen Reichs. Habe ich echt davon noch nie geschafft, ne? Krass. Weiß gar nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ich habe, glaube ich, nur Spiel und nicht das Interface drin. Aber, ja, ist eine coole Errungenschaft. Gott, ey, das jetzt erstmal alles hinzubekommen, ne? Oh, was wir noch alles koren müssen. Ach, du Schande. Oh, wir haben jetzt so viel Arbeit vor uns, Leute. Es ist so viel Arbeit. Oh Gott. Unsere Flotte kostet 4000. Hä, Digga, was? Hä, wie kann denn unsere Flotte 4000 kosten? Hä, seid ihr jetzt alle lost, oder? Hä? Okay. Die Osmanen sind natürlich wieder big problem. Haben auch 1 Million Mann im Feld in der Zwischenzeit. Da kommen wir bei weitem nicht mit. Und die Aufklärung tritt ein. Gibt jede Menge Punkte und Regierungsfortschritt. Das ist hervorragend, weil ich bin aktuell dabei, unsere ganzen Gebiete hier zu zentralisieren. Und dann können wir die ganzen Gebiete nämlich noch eingliedern. Hier also quasi Staaten draus machen, was unser Einkommen brutal erhöht. Ist sie bei mir gespawnt, oder? Ah, die ist bei mir gespawnt. Cool. Sehr praktisch. Hä, Digga, es ist ein neues Event, dass man 10.000 Gold zahlt, was man nicht hat, dass man dann 25% weniger Verbesserungskosten hat oder so. Halt, das hatte ich davor nie, jetzt auf einmal immer. Ich würde übrigens noch ein paar Kulturen fördern, sollten wir auch gleich mal machen, wenn wir schon mal dabei sind. Habe übrigens ein paar historische Ansprüche. Ja, Mann, geil. Wir werden richtig eskalieren nachher. Wir haben gar keine aggressive Expansion mehr. Ja, wir haben Waffenruhe noch. Hm, Glückspilze. Festungen, wir haben halt auch viel zu viele Festungen. Also viel zu viel heißt in dem Fall, dass wir halt doch mal ein paar preisen werden, die wir nicht brauchen. Grundsätzlich ein paar Festungen sind nie schlecht. Aber ich finde, wir brauchen nicht an jeder Ecke 20 Festungen, das finde ich ein bisschen unnötig. Heißt aber nicht, dass ich nicht auch neue bauen werde. Zum Beispiel hier ist noch ein guter Punkt für eine Festung. Vielleicht auch hier in die Mitte nochmal irgendwo rein. Wobei hier haben wir, nee, ich glaube nicht. Wir brauchen es nicht übertreiben mit den Festungen. Wichtig sind eigentlich nur Festungen an der österreichischen Grenze. Die sind die größte Gefahr für uns. So, nochmal 30 mehr Gold, sehr schön. Das Gute ist, dass wir einfach 80% Regierungsformwachstum haben. Und wir brauchen ja 50 Regierungsformen, um einfach unsere Provinzen zentralisieren zu können, um weitere Punkte dann frei zu haben für, also quasi noch mehr Gebiete zu Staatsterritorien machen können, was ja noch viel mehr Einkommen und Truppenstärke etc. bringt, was ja quasi enorm stark ist. Das ist quasi super für uns. Seht ihr, wir haben jetzt ein Limit von 2442, davon haben wir 2497 in Benutzung, also sind quasi über dem Limit aktuell. Aber in 30 Tagen wird sich das gleich nochmal ändern, und zwar jetzt. Und dann haben wir jetzt hier nämlich wieder 100 frei. Und diese 100 können wir dann quasi nutzen, um neue Gebiete zu Territorien zu machen. Natürlich wieder den Unterhalt erhöht, jetzt haben wir 348, mit den neuen Staaten haben wir 394. Ist halt saustark. Gut, und wir werden jetzt jedenfalls das machen, was wir zur ganzen Zeit machen wollten, nämlich Krieg gegen die Österreicher. Es geht hier ganz klar um diese Gebiete hier und vielleicht auch ein bisschen um diese Gebiete. Ich habe auch Pläne gegen Frankreich langfristig. Wir nehmen nicht Eroberung, wir nehmen Nationalismus und in dem Fall dann Glogau. Oder auch nicht, kann ich nicht auswählen. Dann nehmen wir Graz. Ganz einfach. Das andere ist, was wir jetzt dann gleich nochmal machen werden, auf alle Fälle nochmal ein paar Armeen dazu rekrutieren. Das können wir jetzt machen, wir haben wieder genug Geld auf Lager. Mal 4 Armeen mit dazu rekrutieren. Ah, das ist so armselig, Mann. Die haben unsere Flotte so kalt gemacht gerade. Ich dachte, dass wir eine Chance hätten mit unserer Flotte, aber nein. Ha, Kosten, Kulturänderungen. Ja, gut. Ach, komm. Digga, das ist komplett von... Hauptsache, wo ist es? Wo ist der Ursprung? Pilsen ist doch bei uns direkt in der Hut, Alter.
Soll denn der Scheiß? Ne, wir fördern es nicht. Ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich brauche nicht unbedingt gerade. Hat ja meine Armee kalt gemacht. Meine Flotte. Jetzt mache ich ihre Armee kalt. So als Rache. Na gut, richtig kalt gemacht haben wir es jetzt auch nicht, aber wir haben sie besiegt. Ach so, hier drüben. Ich habe die ganze Zeit überall gesucht. Die sind alle in Russland. Viel Spaß da drüben. Ich kann sogar die Franzosen noch rufen. Das machen wir auch gleich mal. So just for fun. Das Gute ist, wir haben jetzt die Zeit der Kohle unter anderem. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Ich finde das aber nicht, wo die Ressourcen zu sehen sind. Ach, Handelsgüter, da ist es doch. Und jetzt gibt es hier dann Kohleprovinzen. Das ist diese blauen. Das triggert mich immer, dass das blau ist, diese Kohleprovinzen. Das ist immer ekelhaft für mich. Jedenfalls können wir es dann hierher gehen und können dann hier Schmelzöfen bauen. Und die bringen so viel Geld, diese Schmelzöfen. Das ist so unnormal. Und je mehr du davon hast, desto mehr Geld bekommst du. Oh, das ist geil. Oh, ist das geil. 13,33 pro Schmelzofen mindestens. Wir haben so viele davon, Leute. Wir haben so viele davon. Wir können schon fast 10 Stück bauen, aber 130 extra Cash mal ganz casual nebenbei. Warte, wir haben hier 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann hier drüben in Österreich, wo wir jetzt eh noch angreifen, gibt es die nächsten. Digga, die Franzosen haben mir gerade eine 80k Skandinavier mir ausgelöscht. Digga, wir sind ja gar nicht am Chillen, die Franzosen. So, wir sind eh schon auf dem Maximum bei Innovationsfähigkeit. Aber wir nehmen die ganzen Dinger trotzdem mit, weil es einfach nochmal Bonuseffekte bringt über lange Zeit. Haben wir schon Frieden schließen können mit denen. Mal ein, zwei Provinzen holen. Ja. Nehmen wir uns gleich mal das Zeug. Dankeschön. Hä, ich hab doch den Nordostsee-Kanal. Hä, ich hab den gebaut? Ist der abgebrochen worden oder irgend so ein Blödsinn? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Die haben den abgebrochen. Oh, das gibt's nicht. Ich hab 10k dafür investiert und dann war das weg, oder was? Ach komm, Alter. Ich kann einfach... Achso, das geht an Memmingen. Achso. Ach, geht nicht. Ah, ärgerlich. Das geht nicht. Also nicht direkt. Ich glaube, das geht schon. Die sind aber Vasall, oder was? Ah, von Österreich. Noch. Noch. Also österreichische Flaggschiff versenkt. Hab echt mal eine Schlacht gewonnen, ey. Sehr schön. Und das Zeitalter der Revolution ist auch was? 10k? Der hat einfach 10k Gold bekommen, Alter. Geil. Die werde ich natürlich auch sofort nutzen. Weil ich kann gar nicht so viel bauen. Wir haben jetzt eh schon 10k ausgegeben davor. Ich baue ein bisschen was aktuell. Österreich ist übrigens auch fertig. Das war ein sehr langweiliger Krieg. Oh nein, die Österreicher würden eine Fraktion gegen uns beitreten. Litauen auch. Konstanz würde ich auf alle Fälle gerne noch haben wollen. Okay, mach mal so. Nee, warte mal, komm mal kurz. Kann ich die demütigen? Ach nee, geht nicht. Nur demütigen gehen die. Sind leider nicht mein Untertan. Mein Rivale. Ach gut, das passt. Ich bin zufrieden mit dem. Bissel AE bekommt man immer. Oh, geil. Ah, den niederländischen Polder. Was auch immer das sein soll. Sieht mir irgendwie nach großen Feldern aus. Geben auf alle Fälle brutal viel produzierte Güter und wieder Bürgerloyalität. Geil, geil, geil. Das ist cool. Kommen die Bürger auf 100% übrigens, glaube ich. Ja, das Gleichgewicht liegt bei 96. Geil. Also Bürger sind, die lieben mich brutal, die Bürger. Ja, Wirtschaftshegemonie, hm? Regierungslimit wird halt auch nochmal brutal erhöht. Entwicklungskosten verringert, Autonomie verringert, produzierte Güter erhöht. Und was sie ausmachen können, kann ich auch. Oh, Sachsen-Anhalt bringt uns 30 extra Cash, Alter. Aber zentralisieren geht gerade nicht, ich habe keinen Regierungsfortschritt. Müssen wir unbedingt zentralisieren, ist mega teuer auch. Nach 540 plus in der Zwischenzeit. Spanien zwingt uns in den Krieg, das... Klasse Spanien halt. Vor allem wieder gegen Österreich. Das ist halt blöd, weil es mir ein bisschen das Kriegsziel nimmt, was ich persönlich hätte. Und vor allem, was noch viel schlimmer ist, die zwingen mich einen Krieg gegen meinen ehemaligen Verbündeten, den ich eigentlich vasalisieren wollte. Vasalisieren kann ich mir jetzt in die Haare schmieren erstmal. Okay, nee, die sind doch nicht im Krieg. Österreich hat den Krieg... Ha! Österreich hat den Kriegsbeitritt verweigert. Aber das Problem ist, Spanien will Rom haben und... Dann weiß ich nicht, was passiert, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn der Papst weg ist. Das gab's glaube ich noch nie. Jetzt hier bei mir. Also ich habe da gar keine Erfahrung mit gerade. In der Zwischen 750 plus, sehr schön. Ah, ich liebe es. Ich mag es, wenn es so gut läuft. Die haben Padua an mich abgetreten. Was für ein Ding? Ne, Padua. Wo ist denn Padua? Ach da, ach das. Ach, das ist ja nett. Danke. Danke, danke, meine Freunde. Savoyen hat Ginevra und Valais an die Schweiz abgetreten und Chiaveri oder wie auch immer das heißt, an mich. Digga, wir kriegen Gebiete ohne Ende hier. Was ich ja cool finde. Vor allem die Schweiz ist ja mein Vasall. Die haben auch neue Gebiete bekommen. Okay, Ding ist vorbei. Sehr schön. So, ist es nichts Persönliches, Frankreich?
Also doch, eigentlich schon. Das ist eigentlich schon persönlich. Ich brauche nur Spanien als Verbündeten. Der Rest ist mir wurscht. Bei Russland halten wir auch mal mit. Für die Osmanen später. Okay. Das ist jetzt relativ interessant gegen Skandinavien. Haha, die Schlacht echt gewonnen. Wir haben 10.000 verloren. Die haben 15.000 verloren hier auf der Insel. Okay, gut, die Schlacht. Ach, verdammt. Da geht die Armee komplett drauf. Naja, gut. Man kann nicht jede Schlacht gewinnen. Also man könnte schon jede Schlacht gewinnen, aber es war mir jetzt hier nicht vergönnt, leider. Ah, Österreich haut ab, Alter. Ich gebe euch einen scheißdreck Zugang. Hä, der Nordostsee-Kanal ist schon fertig? Hä? Okay. Also jetzt gerade eben, oder was? Lol. Das war das Event gerade, was ich so schnell weggeklickt habe. Ich gebe übrigens gerade mein ganzes Geld aus, um hier ein bisschen so die ganzen Wunder zu pushen, weil ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Geld machen soll halt, ne? Oh. Skandinavische Flaggschiff ist gegangen. Sorry, Boys. War keine Absicht. Echt nicht. Gar nicht mitbekommen, Mann. Also der Vatikan existiert noch, obwohl er eigentlich nicht mehr existiert irgendwie. Nee, warte mal. Hä? Die gibt's doch noch? Müssen auf alle Fälle die Beziehung verbessern und Bündnisse gründen und so, weil der Kirchenstaat ist halt für mich enorm wichtig. Weil die ganzen Buffs von dem Papst, die nehme ich schon immer gerne mit. Übrigens hier 100% bei den Bürgern. Toll, ich habe gar keine Provinzen bekommen, Alter. Mann, wo will ich denn einen Krieg gegen die, wenn ich gar nichts abbekomme? So, die vorletzte Idee. Also ich frage, was nimmst du? Oder ich in dem Fall. Oder wir? Ich denke, wir nehmen Offensiv-Ideen. Irgendwie voll Bock auf Offensiv-Ideen. Und der nächste Schritt wäre natürlich dann in dem Fall, switch erstmal auf die militärischen Boni, dass wir mehr Punkte bekommen, schnellstmöglich. Spanien geht mir hart auf den Sack, echt. Die ganze Zeit auf den Kirchenstaat einschlagen müssen. Jetzt ist Rom weg. Aber der Papst existiert noch. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie das funktioniert. Aber eigentlich absolut untragbar, das Verhalten der Spanier gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich rein historisch und rein logischerweise müsste ich jetzt Spanien langfristig einfach den Krieg erklären für die Aktion. Weil das ist, die haben einfach meinen Papst gekillt, Alter. Mal wieder ein Toter. Wir haben einen Regentschaftsrat. Nee, oh, der ist direkt 15 gewesen. Sehr nice. Der nächste Thronfolger ist jetzt zwar nicht so gut, aber ist wurscht. Hab jetzt übrigens mir den Mailänder Dom gesnackt. Der gibt uns auch nochmal Steuereinnahmen, Luca, und globalen Papsteinfluss. Was natürlich nice wäre, wenn der Papst noch da wäre, ne? Also ihr werdet vasalisiert. Ob es mir jetzt gefällt oder nicht, mir wurscht. Okay. Das ist jetzt leider nicht unbedingt der Krieg, den ich wollte, außer das ist gegen Revolutionen, Eroberung von... Ah, ich weiß es gerade nicht. Worum geht es in dem Krieg? Gegen die Eroberung von Paris. Das könnte... Ah, ja, okay, sehr perfekt. Das ist perfekt. Super, danke Spanien. Kuss auf euer Herz. So, wir werden übrigens... Ich wollte die Schweiz noch zur Mark ernennen, genauso wie Ferrara. Das heißt, die zahlen mir zwar keine Steuern mehr, aber die haben dafür mehr Truppen und ich will die eigentlich so als Truppen... Schubsen haben, dass sie für mich hier ein bisschen nebenbei arbeiten können später. Errungenschaft freigeschaltet. Diese Revolution wurde zerschlagen. Das gibt uns... kontrolliere in einem Krieg gegen das Ziel der Revolution ihre Hauptstadt und erlange einen Kriegsstand von 99%. Echt, haben wir? Hä? Hä, haben wir doch gar nicht. Weird. Ich gebe mein ganzes Geld wieder aus hier für die ganzen Großprojekte. Mann, ist so cool irgendwie. Übrigens in der Zwischenzeit über 1000 Einnahmen. Das liegt auch an der Produktionseffizienz plus 10% nochmal. Ja, oder bleibt es? Ja, 1100 plus, wie geil. Wir sind übrigens mit großem Abstand auf Platz 1, was Entwicklung angeht. Aber punktzahltechnisch sind wir nur auf Platz 2. I don't like this. Nächste Errungenschaft, wunderschön. Besitzt unter 8 unterschiedliche Denkmäler auf Stufe 3. Jupp, kein Problem. War easy für mich. Ich kann die Revolution fördern. Hä? Ja, gut. Scheiße. Ey, das revolutionäre Heilige Römische Reich, was gerade die Revolution in Frankreich zerschlägt. Digga, komm, hör auf, Alter. Komm, Leute, hört auf, Mann, echt. Muss ich hier das ganze Zeug... Aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Ich hätte jetzt kurz überlegt, ob ich hier einmal den... Taskmanager-Trick anwenden, aber ich glaube, wir lassen das. Ich finde, das ist eigentlich gerade ganz cool, was hier gerade geschieht. Ja, Produktionseffizienz everyday, ne? Gibt nichts Besseres. Also, na gut, es gäbe das hier noch, rein theoretisch. Produzierte Güter Inland 5%. Ne, wir bleiben dabei. Revolutionärer Grundsatz gibt uns 10% Moral, also irgendwie das Beste, was ich hier gesehen habe.
Unruhe minus 2. Weibliche Berater. Was bringen mir denn weibliche Berater eigentlich? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Das sieht aber noch besser aus. Dann nehmen wir das. Trotz allem. Also finanziell sind wir relativ gleich. Immer noch 1000 plus. Wir haben jetzt auch das Debattensystem zusätzlich. Das ist eigentlich ganz cool. Das gibt uns dann für Jahre halt bestimmte Boni, je nachdem, was wir da wollen. Zum Beispiel minus 10% Entwicklungskosten als Beispiel. Dafür brauchen wir jetzt aber auch erstmal Sitze. Und die kommen allerdings, glaube ich, automatisch dann im Laufe der Zeit. Ja, noch eine kostenlose diplomatische. Und sogar noch eine militärische kostenlos, wie es ausschaut. Dann nehmen wir hier nochmal die Handelseffizienz. Und militärisch kann ich eh nichts machen. Nee, ärgerlich. Was gibt es noch für Entscheidungen? Elite-Revolutionsgarde ausbilden. Ei, Unterhalt Armee 100 plus 2,5%. Egal, scheiß drauf. Machen wir. Professionelle Revolutionsgarde. Nochmal 50% Armee. Ah, das ist nicht so gut. Ja, Revolutionsgarde. Brauche ich auch nicht unbedingt. Das hingegen ist auch nice. Bringt uns finanziell wahrscheinlich ein bisschen in die Bredouille. Ne, überhaupt nicht. Hä? Bin ich immer noch verbündet mit Spanien? Ne, bin ich nicht. Nicht direkt. So, aber jedenfalls dank München konnte man die Debatte auch direkt gewinnen. Haben jetzt minus 10% Entwicklungskosten. I like it. Wenn jetzt hier nochmal Handelseffizienz und Produktionseffizienz mit reinschrauben. Das bringt uns nochmal... Ja, auch mal knapp 80 extra. So, wir machen jetzt hier ein White Piece mit Frankreich. Nein, mache ich nicht. Spaß. Reichsflotte. 25 Flottentradition. Nice. Nice. Cooler Shit. So, hier haben wir noch eine kostenlose militärische Richtlinie, die wir erlassen können. Und irgendwie taugen die mir alle nicht, sage ich ganz ehrlich. Die sind alle langweilig. Naja, Bewegungsgeschwindigkeit und Handelseffizienz mit rein. So, ich bin aus dem Krieg gegen Frankreich jetzt doch raus. Weil ich nicht genau weiß, was passiert, wenn die Revolution zerschlagen wird. Und außerdem gerade eh kein Interesse an dem Ganzen hier. Lieber auf Spanien vorbereiten. So, außerdem ändern wir hier Mark 1 und Mark 2. So, ich überlege. Ziehen wir gegen Spanien in den Krieg oder doch erstmal gegen Österreich? Oder doch was ganz anderes? Toskana würde sich nicht anbieten, aber Österreich ist mit Toskana verbündet. Ich denke, das ist die beste Lösung. Erst Österreich, danach Spanien. Frankreich hat einen Revolutionseifer von 71. Wir müssen unbedingt rüberkommen, weil die Boni, die man bekommt, sind gigantisch. Alleine Unterhalt stark verringert, dann haben wir Moral stark erhöht, Rekrutenreserve und so weiter. Ist übelst nice jedenfalls, da die Revolution auszurufen. Aber das Ganze heben wir uns für die letzte Folge auf. Wir speichern hier noch einmal Schnibbidi-Dip. Ich weiß nicht, ob wir bis 18.21 durchziehen oder ob wir dann das später ein bisschen früher beenden werden. Wir gucken mal. Eine Folge gibt es noch. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.